Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einem spontanen Video des Stande Dinge in deiner Seelenpartnerschaft. Was ist gerade los? Was bewegt deinen Seelenpartner? Was ist zwischen euch heute an diesem besonderen Portaltag? Heute an dem 10. Januar 2019. Ich mache hier eine Skatlegung für dich, also für euch, und würde gerne etwas zu diesem Portaltag auch sagen. Wir haben jetzt heute diesen Portal und dieses Portal soll für uns den Übergang ermöglichen, also dass wir das auch wahrnehmen, dass etwas zu Ende geht. Vielleicht ein alter Glaubenssatz, ein alter Muster, ein alter Verhaltensweise oder ein alter Zyklus, was jetzt nicht mehr passt. Es ist wirklich wichtig, dass wir das loslassen und auch, dass wir uns wirklich an dem Vergangene und das Zukünftige, das in diesem jetzigen Moment gerade auch vereinen, also dass wir in den Gegenwart kommen. Umso mehr wir in unsere Gegenwart kommen, umso mehr Kraft haben wir im Hier und Jetzt. Und dieser Moment ist wirklich der Wunder des Lebens. Auch in deiner Seelenpartnerschaft, dass du das jetzt so als Wunder des Lebens anschaust, dass du dir bewusst wirst, was es mit dir gemacht hat, dass du gerade im Hier und Jetzt, wo du stehst, dass du dich besinnst und auch diese Erfahrungen, die du auf deine Reise in diese Seelenpartnerschaft Reise vielleicht auch gesammelt hattest, dass es für dich zu einer starken und intensiven Form der Weiterentwicklung beigetragen haben. Und auch hast du aus dieser Seelenpartnerschaft hinaus, darüber hinaus, hast du dich entwickelt und hast du dich erhoben. Du bist vielleicht mehr in deine Kraft gekommen, mehr in deine Selbstliebe gekommen. Und dieser Portaltag fordert dich auf, deine Ängste loszulassen. Also diese fesselnde Emotionen, die vielleicht noch bei dir noch festsitzen und dir nicht, also die dich hindern, dass du die Wahrheit erkennst, dass dir vielleicht durch deine Gedanken immer wieder in das Negative dich hineinziehen oder runterziehen und auch diese Schatten, dass du die immer wieder noch mal heute vielleicht spürst und immer wieder Gestalt annehmen, dass diese Angst als Furcht für dich hochkommt. Vielleicht hat er eine andere Frau, vielleicht wird er sich nicht mehr melden. Dieses Furcht zu überwinden und in Liebe und Licht zu verwandeln. Dadurch hilft dir heute besonders dieses Portal, um viele Dinge bewusst zu werden, dass du auch den Mut und auch die Freude hast, dich dazu zu öffnen, dass du dein Herz öffnest und dich von diesen fesselnden Gedanken auch und Emotionen ganz befreist, weil diese niedrige Emotionen begrenzen dich, ziehen deine Schwingung runter und es ist wichtig, dass du dich loslöst und dich in diese positive Emotion hineingibst. Und da hast du die Möglichkeit, durch das Durchschreiten dieses Portals und dass du hier so emotional frei und wertfrei, also dass du nicht in der Bewertung bist, nicht deine Gefühle bewertest, weitergehst, dass du die Kränkungen loslässt, Kränkungen und Verletzungen loslässt und diese durchlebte Ereignisse, was dich belastet, wirklich als Bereicherung für dich, für deine Zukunft, für dein Jetzt annimmst, auch wenn du das Gefühl hast, du bist ungerecht behandelt worden. Wenn du jetzt noch in dieser Rolle bist, dass du vielleicht ein Verlierer bist oder ein Opfer bist, dass du daraus hinaussteigst
und dich erhebst und deine Denkmuster überdenkst, umwandelst und sagst, nein, ich bin kein Opfer, ich bin ja nicht in dieser Opferrolle, sondern ich bin ein Gewinner. Ich habe mehr Selbstliebe für mich entdeckt. Ich habe diese tiefe Liebe erfahren und versuche diese positive Dinge für dich vor deinen geistigen Augen hervorzuholen, dass du nicht verloren hast, sondern dass, wenn du verloren hast, dass du verloren hast, um zu siegen, dass du wirklich da diese wichtigen Erkenntnisse aus dieser Situation für dich mitnehmen kannst. Wenn du hier alleine nicht weiterkommst und das Gefühl hast, dass du das nicht schaffst und du das Gefühl hast, das zieht dich runter, du fühlst dich traurig, dir geht's nicht gut in diesem Prozess. Also am Ende des Videos, schau dir das an, stelle ich dir mein Angebot vor. Also ich habe heute einen Energieportal, Energiekreis, daran kannst du auch teilnehmen. Ich biete eine Energiebegleitung mit Reiki Groß und Reiki Lichtgrade an. So, Anmeldungen sind bis 21 Uhr. So, bevor ich jetzt hier beginne mit dem Skatkarten, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und voll und ganz dich auf deine Seelenpartnerschaft konzentrierst, auf deinen Seelenpartner, auf dich, gerade jetzt in diesem Moment. So, schließe bitte deine Augen und tauche in der Energie der Kristallschale ein. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen. Und bist du nun bereit? So, bitte schließe deine Augen und konzentriere dich gerade auf jetzt, gerade auf den Moment, was gerade bei euch los ist, was jetzt gerade wichtig ist, was du erfährst. Und deine Seelenpartnerschaft, das ist recht viel an den Karten. Moment. Die sind sehr schön glatt, die Karten. Also das sind Skatkarten, so Pokerdeck. Und die sind schön glatt. Also das ist ganz wichtig, dass die auch so glatt sind, dass man also beim Pokern auch keine... So. Keine Knicke drinnen hat, ja? So, es sind vier Karten, was jetzt eventuell heute für dich von großer Wichtigkeit sein könnte, dass du darüber etwas erfährst. Also es geht hier bei dir um diese Zufriedenheit und Harmonie. Es geht hier um die Seelenpartnerschaft, um diese verbindliche, feste Partnerschaft in diese tiefe Liebe. Und darüber hinaus geht es nochmal hier in der größte Erfüllung in der Liebe. Es ist rein ein Liebesthema. Diese Liebesthema, der zurzeit dir Ärger bereitet. Jene Ärger bereitet, wo du sagst, ja, es soll sich hier etwas verändern. Und hier zeigt sich auch noch eine mütterliche Figur, eine Frau. Also entweder eine Frau, die noch an seiner Seite ist, eine ältere Frau, die vielleicht auch noch sehr attraktiv, also an der Seite deines Seelenpartners eventuell da ist oder eine Mutter da ist, also eine weibliche Energie, ja? Also an alle, die einen Seelenpartner haben, wo noch eine weibliche Energie einfach da ist. Darum geht es. So, ich habe die Zeichen bekommen, ich lege die Karten aus.
Wunderbar. Ich hoffe, du kannst das auch schön sehen. Ich finde die Karten sehr schön. Also ich finde sehr schön diese kräftige Blau und dieses Weiß. Also ganz anders als die herkömmlichen Karten. Die sind auch ziemlich neu. Einfach mal einen... Ja, einfach etwas Neues mal hier auch für euch, damit es hier nicht ganz langweilig wird. Hier habe ich die mitgebracht. Ich finde die anderen Karten, es gibt so viel Auswahl und bei den Skat-Karten fehlt da auch noch so ein bisschen. Aber ich finde die ganz gut gelungen hier, ja. So. Wir schauen jetzt mal, wo du stehst, wo dein Seelenpartner steht gerade. So, meine Liebe, und da stehst du. Also ich rede jetzt, also von Sicht eine Frau, ja, wie jetzt eine Frau hier diese Kartenlegung schauen würde. Hier bist du. Also du bist ziemlich in deine Kraft gekommen. Es geht dir schon was besser, also du bist jetzt schon in deine Kraft so weit und auch in deinem Gefühl, und das gefällt mir, dass du wieder in dein Gefühl gekommen bist, ja, und auch unter dir, also hier unter dir ist die Karte der Freude, der sexuelle Anziehung, der Erotik, also du hast auch momentan so eine Schwingung in dir, dass du voll in diese Liebe bist, ja. Also, und auch von allen Dingen, auch für dich steht hier auch, dass du in deinem Gefühl soweit stabil bist, dass deine Gefühle kontinuierlich so sind. Also wahrscheinlich hast du eine Entscheidung getroffen oder bist du zu einem bestimmten Erkenntnis für dich gekommen, dass du diese starken Gefühle hast, dass du sagst, auch ich stehe auch dazu. Über dir ist hier die Veränderung. Vielleicht hast du auch einen Rückzug für dich genommen, eine Auszeit auch in diese Seelenpartnerschaft genommen, dass du dich auch was zurückgezogen hast, um über deine Gefühle klar zu werden. Dass du sagst, so, ich ziehe mich zurück, ich muss über meine Gefühle, über diese starke Anziehung nochmal bewusst werden. Wo schaust du hier hin? Also du schaust hier in der Karte der Nähe hin. Also du fühlst diese innige Verbundenheit, diese starke Nähe fühlst du. Allerdings fühlst du auch, dass hier eine gewisse Kommunikationsproblem noch da ist, dass du nicht die Möglichkeit hast, was du fühlst, auch eventuell auszusprechen. Vielleicht ist da auch eine gewisse Kontaktabbruch zwischen euch. Vielleicht ist auch dein Seelenpartner in gewisser Weise was reserviert. Vielleicht hat er sich auch zurückgezogen. Warum auch immer, kontrollierte seine Gefühle, seine Emotionen, und du weißt auch nicht, wo du bei deinem Seelenpartner wirklich dran bist. Auch wenn du das Gefühl hast, dass er so ein großer Glück in deinem Leben gebracht hat, also diese tiefe Gefühle zu erfahren, dass es so ein großer Glücksfall ist in deinem Leben. Aber trotzdem ist dann ein Kommunikationsproblem da. Dennoch bist du sehr gesprächig. Du würdest auch sehr gerne deine Gefühle also wirklich mitteilen, auch in der Tiefe gehen. Du kannst auch sehr empathisch sein und du kannst auch mit ganz viel Gefühl deine Empfindungen ausdrücken. Und das wäre auch für dich soweit sehr, sehr wichtig. Und du bist auch eine ehrliche Frau, eine ehrliche Person, die auch sehr intelligent ist und weißt auch, wie wichtig das ist, dass hier ein Vertrauen in eine Beziehung da ist, also dieses Vertrauen, und das ist die Basis auch sozusagen für den Neuanfang in eure Seelenpartnerschaft, ja. Wo du momentan nicht so wirklich bewusst hinschaust oder was du so versuchst
Ja, oder nicht siehst oder wo du deinen Fokus gar nicht drauf richtest, ist wirklich die Bestimmung. Also das heißt, dass es, wenn das zu deinem Seelenweg gehört, dass es auch so für dich bestimmt ist, dass du diese bestimmten Themen in diese Seelenpartnerschaft auch bearbeitest. Dass es auch noch bestimmte Arbeit von dir abverlangt, bestimmte, also in diesem Prozess, dass du noch bestimmte Dinge für dich erkennst, dass du bestimmte Dinge also auflöst, also bearbeitest und anschaust und auch ganz viel in Heilung bringst. Also das ist hier die Karte für Heilung. Also das bedeutet, dass du dich nicht in diese Probleme einlässt oder nicht in diese Probleme verfällt, sondern alle Spiegelungen bewusst wahrnimmst und erkennst und wieder in Heilung bringst. Also oft ist es so, mit Bewusstwerdung deines Themas und Auflösung kann man bestimmte Dinge auch heilen. Ja, also in der Heilung bringen, also von Emotionen heraus, weil immer, wenn dein Seelenpartner etwas in dir antriggert, immer hast du damit ein Thema, wenn du damit in Resonanz gehst. Also ihr seid wie Spiegel füreinander, ja? Dein Seelenpartner ist sehr im Kopf momentan, also vielleicht arbeitet er auch wieder. Also du bist stärker in deine Kraft, also er ist sehr im Kopf, aber er schaut nach dir. Und das gefällt mir, auch wenn er es jetzt ziemlich so von außerhalb schaut, aber er schaut nach dir und das ist auch wirklich sehr schön. Jetzt schauen wir mal seine Seite an. Also er schaut auch direkt hier, also in die Lebensfreude. Also er möchte gern auch diese Lebensfreude spüren, auch diese freudige Überraschung auch, so alles, was so auf ihm zukommt, das ist auch so freudig annehmen. Also ist wahrscheinlich auch jemand, der sehr viel Freude am Leben hat oder dieses Leben gerne leben möchte. Ja, so diese Lebensfreude. Dennoch gibt es hier auch ein paar persönliche Probleme bei ihm. Also das gibt es auch vielleicht bei vielen, dass man auch vielleicht im Beruf nicht alles so gut läuft oder mit den Kindern mal hier und da ein paar Kleinigkeiten, Probleme gibt. Ich sage immer, es gibt keine Probleme, nur Aufgabe, also die Lösung, also wo es noch um eine Lösung bedarf oder Aufgaben, die gelöst werden sollten. Also da schaut er momentan hin, also in der Lebensfreude und würde diese Lebensfreude gerne leben. Allerdings ist hier auch ein wenig nervös und da es jetzt bei euch auch in gewisser Weise mit Verständigung also fehlt hier, also auf jeden Fall möchte er hier also mehr in der Kommunikation gehen. Die Nervosität kommt aber hierhin, er denkt darüber nach, wie würde sowas jetzt, also eure Beziehung im Grunde in der Öffentlichkeit ankommen. Also das steht hier für die öffentliche Gebäude, also denk schon nach, also hier auf dich zuzukommen und diese Verständigung wirklich zu fördern oder dieses Verständigungsproblem wirklich zu beheben. Also das steht auch hier fürs Problem, also diese Aufgabe, dieses Verständigungsproblem zu lösen und zu beheben. Allerdings weißt du gar nicht, wie das so dann in der Öffentlichkeit, also von seiner Seite ankommen würde, wenn ihr jetzt beide in eine Partnerschaft gehen würdet. Ja? Und da steht auch allerdings auch diese Karte, also die Kreuzkarten stehen auch allgemein auch für Finanzen. Also das sind jetzt hier auch Gedanken auch über die Finanzen werden hier gemacht. Also was jetzt gerade unter deinem Seelenpartner ist, also gerade befindet sich bei ihm
Also, dass es ihm jetzt momentan sein Haus und Umgebung oder Wohnung und Umgebung, das Häusliche, also sehr wichtig ist. Und also in erster Linie ist für ihn wichtig, also bei sich anzukommen. Also diese Karte, das ist Herzass. Also bei sich zu Hause, in seinen Gefühlen, in seinen Emotionen anzukommen. Und auch für ihn diese Erfüllung, also bei sich selber zu finden. Also das deutet mir hier auf eine große Entwicklungs Prozess bei deinem Seelenpartner. Wir haben heute den Portaltag, also dann wird er auch einiges bewusst und erkennt auch, dass es am wichtigsten ist, dass er bei sich selber erstmal ankommt, ja, bevor er überhaupt in der Beziehung nach der Erfüllung in diese Liebe sucht. Also hier ist auch die Karte der Erfüllung in der Liebe bei ihm. Das ist ihm schon wichtig, aber er weiß Bescheid, dass er das erstmal bei sich selber finden muss. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Das steht für die Erfüllung in der Liebe. Und dass er sich danach, also im Grunde, sehnt, ja, nach diesem Erfüllung in der Liebe. So, der schaut allerdings auch noch hier. Also vor seinen Füßen sozusagen, vor ihm ist auch, dass hier etwas momentan so also sehr kränkelt bei ihm in der Familie, vielleicht eventuell. Also dass hier so bestimmte Themen auch besonders diesbezüglich heute hochgespült werden. Heute so vergangene Themen hochgespült werden, vielleicht auch so innere Kindthemen oder Themen, wie komme ich in der Gesellschaft an? Was denkt die Familie? Was denkt der Außenwelt von mir, wenn ich das hier mache? Solche Dinge. Vielleicht war der auch in früheren Beziehungen, ja, wurde viel über dem geredet oder sonst was, dass er diese Bedenken hat. Wie komme ich denn im Außen, in der Öffentlichkeit damit zurecht, wenn ich mich jetzt zu meiner Seelenpartnerin bekenne? Und das bedarf auch ein Stück Mut und Kraft und auch so ein Erwachsenwerden. Das ist so richtig zu den Dingen zu stehen. Das ist eine große, große Wachstum in sich selber. Also eine große Reifeprozess, also ein Stück Reifeprozess, dass er auch zu sich selber steht, ja, zu seinen eigenen Bedürfnissen steht, ja, und auch diese Vergangenheit loslässt und für sich selber das zugesteht, was ihm fehlt, dass er das erfüllt. Das sind seine Gedanken, was ihm so gerade auch beschäftigen. Jetzt schauen wir mal bei dir hier auf die weitere Seite, wo du noch gerade hinschaust. Also du schaust auch sehr nach deiner Familie. Dir wäre auch wichtig, dass du halt also an der Familie oder planst du eine Familie mit deinem Seelenpartner und du weißt auch um diese neuen Möglichkeiten und auch um diesen Wachstumsmöglichkeit, dass es auch möglich wäre. Das weißt du, weil du diese tiefe, innige Verbindung auch hier spürst, ja. Und du arbeitest auch an dir sehr fleißig und das gefällt mir. Du stellst dich den Herausforderungen, du nimmst vieles auf dich, bringst vieles auch bei dir in Gleichgewicht und das ist wirklich sehr gut und du wartest hier wirklich auf den Anruf oder du wartest hier auf Nachricht und sozusagen bist du da schon auch in deinem Ärger. Also das ärgert dich im Moment, wenn sich da eine Verzögerung gibt oder wenn das nicht so schnell genug geht, wie du dir das eventuell gewünscht hast, ja? Und du ärgerst dich darüber. Und also sozusagen schaust du auch hier und weißt auch, dass es für dich auch wichtig ist, dieses Vertrauen, dass du dich auch auf deinen Seelenpartner halt verlassen kannst. Das ist auch wirklich für dich sehr wichtig.
Jetzt schauen wir mal, wo dein Seelenpartner jetzt noch hinschaut. Also, er schaut auch hier, also in eine positive Richtung. Also, er möchte auch ein zufriedenes Leben führen. Er möchte auch wirklich auch dieses Erfolg auch in dieser Partnerschaft und auch diese Zufriedenheit auch in seine Sexualität, in seine Beziehung leben, damit er wirklich in seine Kraft kommt, in seine Männlichkeit. Das braucht er auch wirklich, dass er also auch mehr diese Lebensenergie auch für sich wahrnimmt, weil eine erfüllte Liebesbeziehung oder auch ein erfülltes Sexualleben trägt ja auch eine Menge zu dem Selbstwertgefühl eines Gegenübers dabei. Und das unterstützt ihn auch in seinem Wachstum, sozusagen. Ja? Und dann kommt er auch mehr hier aus dieser Strenge heraus, kommt auch, kann er auch mehr diese Gefühle zulassen, auch diese Gefühle mehr zeigen. Dann braucht er auch diese Eifersucht nicht zu haben. Eifersucht ist immer ein Thema, wo man nicht im Vertrauen ist. Wenn man zum Beispiel kein erfülltes Sexualleben hat oder so, dann denkt man auch, oh, findet der Partner mich nicht attraktiv, bin ich nicht gut genug. So, dann so Misstrauen hegt das auch und auch den Selbstwert sinkt ja nach unten. Allerdings seid ihr voneinander noch ein Stück weit entfernt. Warum seid ihr ein Stück weit voneinander entfernt? Also das steht für die weite Entfernung oder es dauert was. Daneben ist auch hier der Karte, da kränkelt es auch etwas noch. Also das bedeutet, dass da noch eine gewisse Lebensveränderung bedarf, also diesbezüglich. Lebensveränderung, was jetzt zum Beispiel auch mit den Finanzen Stabilität zu tun hat oder eventuell auch mit beruflichen Dingen für ihn, dass sich hier durch berufliche Veränderungen für ihn diese Stabilität sich in Finanzen zeigt und von allen Dingen auch, dass er in seine Zufriedenheit und Harmonie kommt. Und diese Karte zeigt aber auch generell hier auf die Seelenpartnerschaft. Das würde ich auch sagen, trotz weiter Entfernung seid ihr ganz eng miteinander verbunden und habt ihr hier diese Seelenpartnerschaft. Hier sehe ich an seiner Seite oder in seinem Gedanken, ist allerdings hier noch eine Frau, also das kann man auch als Mutterfigur deuten. Eventuell bei vielen kommt jetzt aktuell, dass der Seelenpartner hier noch eine Mutter hat. Also das ist jetzt eine allgemeine Legung. Aber es kann aber auch eine Partnerin bedeuten, die eher sehr mütterlich ist, die mütterliche Züge hat, sehr weiblich ist und das ausstrahlt. Allerdings kann das auch die Karte auch hindeuten, dass hier eine Frau an seiner Seite ist, die ganz in ihre weibliche Rolle ist, sozusagen, dass sie sich für die Familie kümmert, dass sie vielleicht nicht arbeitet, dass sie sich in gewisser Weise für Familie aufgeopfert hat, dass er eventuell an seiner Seite da ist. Generell vom Gefühl, schau mal hier die beiden, wie weit die voneinander entfernt sind, ja, da ist vom Gefühl her nicht so eine Innigkeit wie mit dir da. Jetzt schauen wir mal, was jetzt bei deinem Seelenpartner sich zeigt. Also schaut hier auf die Erfüllung in der Liebe und Partnerschaft, also das größte Glück, Glückskarte, also er möchte unbedingt diese erfüllte Partnerschaft leben und er schaut jetzt wirklich so auf dich hoch, wenn du das jetzt so anschaust, dass der sieht dich als ehrliche, intelligente Frau, die auch wirklich alles wunderbar im Griff hat. Also der hat eine hohe Meinung generell von dir. Und du schaust hier also auf die Karte, dass du dich auf eine Art bestimmte Themen noch von deinen Eltern, von deiner Mutter und Vater, was für dich wichtig sind. Also für dich ist es wichtig, dass du auch wirklich in deine weibliche Rolle bist, dass du
auch für deine Familie sorgst, dass du auch diese Wärme und Geborgenheit wie eine Mutter ausstrahlst. Vielleicht bist du auch eine Mutter. Und für dich ist auch wichtig, dass der Mann, also wer an deine Seite ist sozusagen, dass er auch in seine Männlichkeit ist, dass er auch seine, dass er auch mit Begeisterung manche Dinge auch macht, diese Lebensfreude, dass du an deinem Partner auch hast oder wahrnehmen kannst. Die ist auch wichtig, also dass er dich auch bei manchen Dingen unterstützt, dass der auch mit ihm wirklich als festen Partner oder auch Freund an deine Seite auch rechnen kannst, also auch diese Verbundenheit auch mit ihm hast. Das ist dir wichtig und dir scheint das Ganze, dass dein Seelenpartner doch recht noch was unentschlossen ist, dass der auch noch so hin und her gerissen ist und zögert. Und das erfüllt ja hier nicht diese Aspekte, das ist dir schon bewusst. Und also, wenn ich die Karte so sehe, es kränkelt auch so ein bisschen der Erfolg jetzt momentan mit deinem Seelenpartner, also diese Zufriedenheit und Erfolg. Ja, und im Grunde hat das wirklich auch was damit zu tun, dass eventuell doch noch jemand an seine Seite ist, also mit einer weiblichen Energie. Eventuell, wo noch jemand da ist, die auch auch sehr autoritär rüberkommt. Also, dass sie schon so sagt, wo es lang geht, sozusagen. Also, dass sie deinen Seelenpartner in gewisser Weise gar nicht so entwickeln lässt, sondern dass sie so mehr die Hosen anhat, würde ich jetzt so sagen. Also, so schon auf charmante Art und Weise, aber schon sehr bestimmend. Also sie entscheidet schon viele Dinge. So, jetzt schauen wir um deinen Seelenpartner herum, was für ihn wichtig ist. Also für ihn ist auch in der Partnerschaft diese Aufrichtigkeit und diese Stabilität, größte Glück in der Partnerschaft ganz, ganz wichtig, das Vertrauen. Also auch, dass man auch die Partnerin liebt, also diese Erfüllung in der Liebe, feste Partnerschaft ist für ihn wichtig, die Lebensfreude ist für deinen Seelenpartner wichtig und natürlich auch das Glück und das Zuhause, danach sehnt er sich sozusagen. Und auch, dass die Frau oder die Partnerin an seiner Seite auch intelligent und ehrlich ist und dass sie auch viele Dinge so abnimmt und organisiert. Das wäre für ihn wichtig, dass du dann in dem Falle auch so das Haushalt organisierst, die Termine organisierst, dass du auch viele Dinge von ihm abnimmst und ihm den Rücken frei hältst. So, was ist für dich jetzt gerade hier wichtig? Also für dich ist es wichtig, diese emotionale Nähe ist wichtig, dass du auch zufrieden bist, ja, dass die Sexualität auch bei dir läuft, dass er so seine Männlichkeit sozusagen auch lebt, auch sich begeistert, wo du auch hochgucken kannst sozusagen, dass er das auch in seine Lebensenergie ist. Also hier, das ist die Karte der Bestimmung. Das ist auch wichtig, dass es so in deinen Seelenplan passt, also mit deinem Seelenpartner. Das ist dann auch wirklich für dich auch wichtig, ja, und dass dein Partner, also dein Seelenpartner eventuell auch Pläne hat, ja, wo man diese Pläne entwickeln kann. Es ist auch wichtig für dich, hier zeigt sich jetzt diese Frau mit zwei Gesichtern, es ist auch wichtig, dass du auch ehrlich sein kannst und auch so wie du es siehst, auch aussprechen kannst, auch sagen kannst. Es ist für dich das in Partnerschaft auch wichtig. Auch wichtig, deine eigenen Freiräume, dass du auch für dich deine Freiräume hast, dass du dich zurückziehen kannst, dass du deine Dinge machen kannst, wofür du dich begeisterst. Ja, und da kommt hier die Unentschlossenheit, auch dass du
auch mal ganz spontan auch eventuell ein paar Tage verreisen kannst und sozusagen auch mal Urlaub machen kannst, dass du das ganz spontan machen kannst und sozusagen hier, also die Karte, ja, dass du dich zurückziehst und dass du sagst, auch wenn du in einer Partnerschaft bist, du, ich fahre mal 2 Tage da und da, und dass er sich da nicht auf dich klammert. Das sind Dinge, die für dich wichtig sind. Jetzt schauen wir nochmal, dass ich die Karten auszähle. Moment. Wo bist du denn? So, dann habe ich jetzt meine Karten. So, ich erwähne es dir aber noch mal kurz an alle, die nicht wissen, was eine mediale Beratung ist. Also in erster Linie möchte ich hier auf meinem Kanal sagen, dass ich keine Laien hier habe und auch nicht auf Minuten arbeite. Wenn ich mit dir eine Beratung mache, nehme ich mir die Zeit. Also viele, die bei mir auch Beratung gemacht haben, wissen das auch, dass ich auch schon mal auch die Zeit ein paar Minuten überziehe. Oder auch ein persönlicher Gespräch mir auch ganz, ganz wichtig dabei ist, dass es auch eine ganz vertraute Basis auch zwischen uns da ist, ja. Bei der persönlichen Beratung stimme ich mich voll und ganz auf dich ein, auf dein Thema ein, auch am Telefon oder auch wenn du in meine Praxis kommst, ja? Oder auch Videobotschaften habt ihr auch schon als Kundenvideo gesehen und wahrgenommen. So, das ist heute hier auf YouTube eine Skatlegung. Darüber hinaus kann ich jetzt hier in bestimmte Themen und Situationen nochmal mit darauf einstimmen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier bei deinem Seelenpartner schauen, was jetzt gerade bei ihm los ist oder bei dir gerade, was da los ist hier, wo du deine Bestimmung so nicht richtig sehen möchtest, sozusagen, dass du hier noch auf deine Wünsche eingehen zum Beispiel oder hier, wo noch eine Partnerin da ist, dass wir da eingehen. Eventuell, wenn ich jetzt eine große Legung machen würde und es ginge hier jetzt um deine Berufsstelle jetzt oder auf Arbeitsstelle, wenn da jetzt etwas ein Thema wäre oder ein Umzug. Ich habe jetzt hier die Botschaften rein auf die Seelenpartnerschaft hier weitergegeben. Dann könnte ich jetzt in diese Situation zum Beispiel medial hineingehen und mit der Hilfe der Engel, mit der Energien auch bestimmte Themen auflösen. Könnte ich da reingehen, könnte ich dir auch sagen, was da gerade ist, was da gerade aufgelöst werden sollte. Dann gehst du in eine tiefe Meditation und du spürst auch, dass da auch einiges bei dir also passiert, in deinem feinstofflichen Körper, in deiner Aura. Sind auch oft schon mal so Blockaden da, also dass bestimmte Energien blockiert sind, wenn man zu sehr im Kopf ist zum Beispiel und nicht im Gefühl oder in diese Härte ist, dann werden diese Blockaden auch aufgelöst und dann fließt ganz anders die Energie.
Und diese mediale Beratung dauert mindestens 90 Minuten und du fühlst dich auch danach körperlich schon besser, also schon entspannter. Du spürst auch, dass bei dir etwas passiert ist, auf jeden Fall etwas, also in Bewegung gegangen ist. Ja, und dann zähle ich genauso die Karten aus und dann siehst du auch, was sich jetzt da in diese Legung, in diese mediale Sitzung auch geschehen ist, was da auch passiert ist. Also es kommen auch oft manche Dinge, so Impulse auch von mir, weil ich mich auch verbinde aus dem geistigen Welt, zum Beispiel, das kann auch jetzt ein Impuls aus dem früheren Leben mal hochkommen, dass du da und da dieses Problem mitbringst oder diese Charaktereigenschaft mitbringst oder dass es damit zu tun hat, wenn du jetzt zwischen deinem Partner und dir bestimmte Blockaden da sind oder wenn jetzt jemand gestorben ist, dass da auch irgendwie da noch was nicht im Frieden ist, dass wir da hineingehen und diese Auflösung da machen oder. Also das kann man jetzt nicht in diese allgemeine Legung machen und auf YouTube, leider kann ich dir das nicht anders näher bringen, aber ich hoffe, dass es für dich hilfreich war, soweit ich das jetzt für dich erklärt habe. Also es löst schon einiges auch bei dir. So, ich würde gerne hier auf diese Nähe auf dich erstmal drei Karten legen. Dein Seelenpartner ist jetzt gar nicht vorhanden. Auf diese Nähe würde ich eine Karte legen. Dann würde ich gerne auf diese Partnerschaft, also Vertrauen auf der Partnerschaft, auf die Seelenliebe, eine Seelenpartnerschaft würde ich eine Karte legen und ich würde auch gerne, ich überlege gerade, auf was legen wir jetzt noch mal, auf was legen wir noch mal eine Karte. Also ich lege hier auf diese Information einfach, ja? Also ich hoffe, bist du damit einverstanden. So, für dich, was kommt denn auf dich zu jetzt in diesen Tagen? Also in diesen Tagen kommt hier auch dein Seelenpartner auf dich zu. Also in der Öffentlichkeit, also entweder wirst du deinen Seelenpartner, Öffentlichkeit ist für mich auch eventuell das Internet. Also du wirst eventuell deinen Seelenpartner in der Öffentlichkeit wird irgendwie ja eine Kommunikation stattfinden generell, ja. Und hier die Karte zeigt hier, dass er auch sehr nervös ist. Also es wird irgendwie auch, wenn Kommunikationsprobleme da sind, wird irgendetwas von ihm kommen. Also es wird eine Verständigung von ihm irgendwie auf dich zukommen. Also ihr werdet euch vielleicht durch Bilder, durch Songs oder irgendetwas auch verständigen. Aber es kann auch sein, dass auf dich zukommt. Also auf die Nähe kommt die Stabilität. Das bedeutet für mich, dass diese Verbundenheit, was du für deinen Seelenpartner zurzeit empfindest, dass es auch stabil weiterhin bleibt. Weil viele sagen dann, ich spüre ihn nicht mehr, also der ist weg oder hat er vielleicht jemand anderen. Also so schnell geht das nicht. Also das ist wie eine unsichtbare Bahn zwischen euch. Auf diese Seelenpartnerschaft, also wo ich da drauf gelegt habe, die Karte, kommt die Karte Erfolg und Zufriedenheit und auch neue Pläne. Also es wird auch mit euch weitergehen, durchaus positiv weitergehen. Auf dieses Vertrauen in der Partnerschaft, größte Glück in der Ehe,
kommt hier die Erfüllung in der Liebe und feste Partnerschaft oder auch Hochzeit. Also ist ein Potenzial da, auch wirklich zu heiraten, als Lebensendpartnerschaft hier, also als verheiratete Paar dazustehen. Und auch hier dein Seelenpartner oder der Mann, der sich hier zeigt, ist wirklich ein Mensch, der volle Lebensenergie ist, der voll in seine Männlichkeit ist, voll in seine Kraft ist, der mit beiden Beinen auf den Boden steht. Also auch ein bodenständiger Mensch, der auch finanziell gut für sich gesorgt hat. Und auch also in seine Kraft ist und sich für alles begeistern kann, auch dich auch noch unterstützen kann, insofern, dass er bei dir an deine Seite steht, also dass er fest zu dir steht. Also mit der Nachricht kommt, dass es also sehr schleppend kommt. Also das ist die Karte, was kränkelt. Also es bedarf hier noch eine Veränderung. Und schau mal, das sind beide Karten sind hier Kreuzkarten. Das bedeutet auch, dass hier auch noch was Tränen gibt. Also, dass es nicht so schnell mit euch, leider Gottes, noch nicht so schnell, also weitergeht. Wir haben ja jetzt auch gefragt, standen Dinge gerade jetzt? Also, das ist jetzt ein paar Tage, würde ich sagen, dass es gültig ist. Schau einfach, fühle in dich hinein. Und hier kommt auch schon mal, hier habe ich gerade angefangen zu mischen, also eine Tarotkarte, weil ich das unbedingt mischen wollte. Schau mal, wie schön die glänzt, wunderschön. Also, und da kam die Karte Magier, der Magier mit der Nummer 1, ja, so von der Tarotkarte. Und das steht wirklich für Kommunikation, für spielerische Umgehen mit allen Möglichkeiten der Kommunikation, Flexibilität und Genialität. Also spielerische Umgehen mit der Kommunikation kann auch bedeuten, wirklich, wie ich gesagt habe, durch Lieder, durch Bilder, durch Seelenebene auch, durch Träume. Also auch du verfügst über geniale Fähigkeiten, die du mit anderen Menschen teilen solltest. Also eine wichtige Aufgabe besteht auch für dich darin, dass du den richtigen Namen für deine Tätigkeiten suchst und herausfindest auch, wie du mit bestimmten Situationen umgehst. Und worin bestehen deine Talente, dass du dich fragst, was kann ich besonders gut, wie kann ich das in meine Seelenpartnerschaft hineinbringen und mit welchen Mitteln und mit welchen Rahmen kann ich sie weitergeben. Also es ist wichtig für dich, dass du dein Vorhaben konkret auch vorstellst, auch visualisierst und als Bild auch für dich vorstellst, wie du damit umgehen könntest, ja, wie könntest du jetzt zum Beispiel auf deinen Seelenpartner hingehen oder wie könnte sich das für dich weiterentwickeln, also der volle Ausdruck deiner schöpferischen Möglichkeiten kann dich schon alleine glücklich und zufrieden machen, wenn du jetzt ein Bild von dir vorstellst, so und so würde das dann die erste Begegnung wieder mit deinem Seelenpartner sein und voll in dieses Gefühl reingehst, dann kannst du das auch in dein Leben ziehen. Ich bitte jetzt noch um Klärungskarten mit den Kipperkarten. Noch ein paar. Jetzt für diese paar Tage, wir haben jetzt heute Donnerstag, ob jetzt hier auch eine Kommunikation stattfindet. Das war der Auraspray, was hier umgefallen ist. Also zu Hause, du zeigst dich als gute Dame. Hier der weite Weg. Also das war vorher. So, die Verlustkarte. Der weite Weg. Moment,
nehme immer 8 Garden, eventuell die 9, falls sie fällt. So, das sind noch 3 Garden. So. So, dann sind das jetzt 8 Garten, die belasse ich auch, ja. Also, schau mal hier. Du erwartest jetzt hier nach Hause, du bist eine gute, liebe Dame und erwartest du nach Hause halt diese Nachricht von deinem Seelenpartner und du hast auch Angst, dass es verloren geht. Da ist auch irgendwie das Weite oder geht das jetzt gerade... funktioniert das nicht so schnell, wie du das dir wünschst. Es ist auch noch weiter weg, aber diese Nachricht wird auf dich zukommen. Und zwar ganz unverhofft, wenn du gar nicht daran denkst. Also wenn du deinen Fokus nicht darauf richtest, wird auch auf dich zukommen. Also diese Veränderung mit dem Neuanfang. Also das bedeutet, es kann diese Tage auch auf dich zukommen, wenn du am wenigsten damit rechnest. Ich wünsche dir, dass du gerade hier auch dabei bist, dem das auch jetzt gerade passiert. Dann schauen wir die letzte Karte an, hier im Deck. Und das ist die Ehestandskarte, also das steht immer für mich, für die Partnerschaft, also für eine Beziehung. Das war heute mal wieder eine sehr schöne Legung mit ganz guten Aussichten. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich über einen Like und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke einfach unter dem Video rechts auf das Abonnieren und natürlich nochmal auf die Glocke, denn dann wirst du direkt benachrichtigt, wenn es etwas Spontanes vom Kanal Reka gibt. Also ich habe letzte Woche am Samstag noch keinen Spiegelblick der Liebe gemacht, ja? So, wenn ich das schaffe, wird es auch nochmal kommen, aber spätestens am Samstag wieder. Also ihr wisst ja auch, also ich gebe auch persönliche Beratungen, also von da aus muss ich das alles gucken, dass ich das hier in meinem zeitlichen Rahmen mit integrieren lassen kann. So, ich komme jetzt zu Ende. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Und falls du an meine Energieübertragung interessiert bist, dass es dir nicht so gut geht und dich nicht so gut fühlst, also der Portal-Energiekreis mit Reiki Groß und Lichtgrade heute Abend, Anmeldung bis 21 Uhr und natürlich über meinen Homepage, über den Kontaktformular und der Energieausgleich dafür beträgt 72 Euro. Selbstverständlich nehme ich auch gerne deinen Seelenpartner mit, auch noch in den Energiekreis hinein. Also Energieübertragung mit Reiki Groß und Lichtgrade von 22 Uhr bis 22.30 Uhr. Bis bald, ich sage Namaste, deine Valeria.